Wir sind auf dem Weg nach Hallstatt in Österreich. Es ist eigentlich so der Instagram-Spot überhaupt, wenn man mal so durch Instagram guckt. Irgendwie so gefühlt jedes zweite Foto ist aus Hallstatt. Und gefühlt eigentlich auch alles von dem einen Viewpoint, den man da hat. Ich probiere heute mal, natürlich werden wir auch zu diesem Viewpoint gehen. Ich werde auch von dort ein Bild machen, weil zur Herbstzeit war ich ehrlich gesagt noch nie da. Ich war immer nur zur Winterzeit da. Aber ich möchte heute auch mal probieren, ein paar andere Bilder zu machen. Ich werde also mal durch die Stadt ein bisschen laufen und mal gucken, ob man da vielleicht auch mal ein paar andere Spots hinbekommt. Das wird eine geile Challenge. Ich fordere mich da selber mal gerne so ein bisschen heraus, einfach mal was Neues zu probieren. Nicht immer nur das Altbekannte oder das Altbewährte zu machen, sondern auch mal was Neues zu probieren. Hallstatt ist eine kleine Stadt in Österreich, die genau zwischen Bergen und Wasser liegt und es bietet eine unfassbar tolle Stimmung, besonders von einem bestimmten Blickpunkt, den eigentlich jeder kennen sollte, der irgendwann mal auf Instagram unterwegs war, denn das ist tatsächlich der Instagram-Spot Nummer 1 in Österreich. Ich war letztes Jahr schon einmal dort zum Sonnenaufgang. Damals hat dort Schnee gelegen und der See war nicht komplett vereist, aber es war auf jeden Fall ein absolutes Traumfoto. Und durch den Sonnenaufgang, durch ein bisschen Nebel, der noch im Hintergrund war, habe ich dort echt ein wunderschönes Foto geschossen. Ich kann dir nur empfehlen, Hallstatt auf jeden Fall zum Sonnenaufgang zu besuchen, denn wenn du da tagsüber hingehst, wirst du keine wirkliche Freude haben, denn es sind einfach viel zu viele Touristen unterwegs. Die Reisebusse kommen schlangenweise dort an, hunderte von Leuten steigen dort aus, besuchen Hallstatt. Du kommst kaum durch, du kannst kaum laufen. Diese Stadt ist schon so ausgelegt, dass man nur an bestimmten Stellen parken kann und eigentlich dort mit dem Auto gar nicht durchkommt. Also man kann da eigentlich nur zu Fuß lang laufen. Aber selbst das macht keinen Spaß, weil einfach zu viele Touristen unterwegs sind. Trotzdem hatten wir an diesem Tag keine andere Möglichkeit, als tagsüber dort zu fotografieren. Wir sind also dann zu diesem berühmten Viewpoint gegangen und ich habe schon vorher Wetten abgeschlossen mit Ugas, meinem Kameramann, wie viele Touristen dort an diesem Viewpoint stehen werden. Und wir kamen dort an und wir haben nur das gesehen. Ja, was soll ich dazu sagen? Es ist kein schöner Anblick gewesen. Es ist einfach was komplett anderes, wenn man am Tag dort fotografiert. Dann muss man sich tatsächlich um die Plätze streiten mit anderen Fotografen, auch mit vielen Touristen, die dort einfach Handyfotos machen, Selfies machen. Und es ist einfach nicht das Gleiche, wie wenn man am Morgen dort ist. Aber trotzdem wollten wir natürlich ein schönes Ergebnis bekommen. Und mit ein bisschen Geduld haben wir das dann auch geschafft. Auch dort habe ich wieder mit einem Stativ fotografiert, weil ich die Verschlusszeit etwas länger machen wollte, um das Wasser etwas glatter zu ziehen, damit wir nicht ganz so viel Struktur da unten drin haben. Ich habe also mit einem Polfilter fotografiert, damit ich die Spiegelung aus dem Wasser etwas rausbekomme. Und ich habe auch einen Verlaufsfilter benutzt, um den Himmel noch etwas abzudunkeln, damit das ein bisschen besser zusammenpasst. An diesem bekannten Viewpoint wollte ich dann wenigstens die Perspektive auch noch etwas so wählen, dass ich etwas Schönes, Unscharfes im Vordergrund habe, um dem Foto mehr Dreidimensionalität zu verleihen. Und deswegen habe ich probiert, in den Vordergrund diese kleinen Pflanzen zu packen, die dann schön unscharf waren und im Hintergrund dann das kleine Dorf, die kleine Stadt Hallstatt mit der berühmten Kirche, die da natürlich auch besonders gut heraussticht. Thank you.
Aber natürlich sind wir dann nicht nur an diesem Viewpoint geblieben, denn wie ich schon gesagt habe, habe ich mir diese kleine Challenge selber gesetzt, dass ich auch mal ein paar andere Perspektiven in Hallstatt finde. Und deswegen habe ich probiert, auch mal innerhalb der Stadt so ein paar kleine Spots noch zu finden. Ich habe dann auch noch mal von einem anderen Parkplatz aus eine schöne Perspektive gefunden, wo ich die Häuser schön im Vordergrund hatte, die schon in dem Berg quasi drin liegen. Und auch in den Straßen selber habe ich noch mal schöne Perspektiven gefunden. Kleiner Tipp für dich, wenn du nach Hallstatt fährst, dann versuche mal die Schwäne zu fotografieren. Es gibt sehr viele Schwäne, die dort in dem See herumschwimmen und die kann man sehr, sehr gut als Vordergrundelement nutzen, wenn man das Wasser mit dazu nimmt. Und trotzdem wir am Tag dort waren, habe ich ein paar wirklich schöne Fotos machen können, die jetzt bei mir auch wirklich im Portfolio mit drin sind.